Ja, hallo ihr Lieben. Ja, ich sitze hier bei meinen Pferden, sind alle versorgt. Hier kann man sich ein bisschen erden. Ja, und ich wollte heute mal so ein bisschen erzählen, wie ich dahin gelangt bin. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nicht für Politik und für Wirtschaft und all diesen ganzen Kram interessiert. Mein Anliegen war eigentlich immer nur, die Pferdewelt ein bisschen zu verändern, besser zu machen, vor allem für die Pferde. Ja, 2010 hatte ich eine Einladung nach Warendorf zu dem Verein FN wegen Zulassung meiner Erfindung, meines gebisslosen LG-Zaums auf allen Turnieren zugelassen ist, wie ihr ja sicher alle wisst, eigentlich nur Gebiss. Auf Dressurturnieren, gut im Springen, in den höheren Klassen. Ab MA nannte man das früher oder S. Da hat man die freie Wahl, was man dem Pferd zumutet oder nicht. Gut, ist eine alte Tradition, ist schwer von den Gebissen wieder wegzukommen. Das läuft ja schon sehr, sehr lange, wenn nicht gar tausende Jahre. Dazu mehr in meinem Buch. Gut, ich hatte einen Termin bei der FN. Und habe mich gefragt, obwohl der sehr positiv verlaufen ist, das Pferd ging hervorragend, der Reiter war begeistert, die Herren der FN aus den sogenannten Führungsriegen war auch begeistert. Zunächst wollten sie den Antrag grundsätzlich ablehnen, kam aber mit der Argumentationskette und meinem Widerspruch nicht klar. Ich hatte ihnen erklärt, das wusste ich auch damals schon, da war ich noch nicht aufgewacht zu dieser ganzen Geschichte hier in dieser Bananenrepublik, schon damals gesagt, dass Vereine die Aufgabe haben, die Wünsche und die Wünsche ihrer Vereinsmitglieder zu begleiten und auch die Beschlüsse oder alles, was halt eben die Vereinsmitglieder so für gut empfinden. Es geht sich um Begleiten und nicht um die Unmündigkeit machen, das Unmündigmachen der Vereinsmitglieder. So funktioniert ein Verein und grundsätzlich. Und jetzt wird es natürlich insofern spannend, dass unsere sogenannten Parteien, Part kommt von trennen, nur so nebenbei, tatsächlich nicht rechtsfähige Vereine sind, also noch nicht mal eingetragene Vereine wie die FN. Und ja, lustig so ihr Ding machen und sich selber Gesetzchen basteln. Ich hänge da mal was hinten dran, die sie aus der Haftung nimmt und aus der Verantwortung nehmen. Also die Parteien haben sich sozusagen einen schicken Freibrief selber erteilt. Finde ich ganz witzig. Das ist der StGB 129 und dann in Verbindung mit BGB und Parteiengesetz. Aber ich hänge das hinten dran. Strafgesetzbuch, Paragraf 129, Bildung krimineller Vereinigungen. Wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck und deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Achtung, Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Verfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraf 54, nicht rechtsfähige Vereine. Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich. Handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. Und jetzt Achtung, Parteiengesetz, Paragraf 37. Nichtanwendbarkeit einer Vorschrift des Bürgerlichen Gesetzbuches, Paragraf 54 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wird bei Parteien nicht angewandt. Die haften für gar nichts. Immerhin, der Verein FN sollte eigentlich schon noch wissen, wer das Sagen hat in einem Verein, nämlich die Mehrzahl der Mitglieder. Gut, halten sie sich auch nicht dran. Ich habe mich halt damals gefragt, weil das so gut verlaufen ist, warum lassen die das nicht zu?
das wäre doch eigentlich nur logisch, wenn das bei dem einen oder anderen Pferd nur klappen würde. Auch dann wäre es logisch. Aber es klappt ja und ich konnte das an dem Tag sehr eindrucksvoll eigentlich demonstrieren anhand eines 10 Wochen gerittenen Pferdes. Ich wollte eigentlich ein weiter ausgebildetes Pferd dort vor Ort haben. Aber wie dem auch sei, es sah gut aus, hat gut geklappt und Herr Hess beispielsweise versicherte mir, dass sie alleine aufgrund dieser positiven diesem positiven Ergebnis tatsächlich auf vielen weiteren Pferden unbedingt testen wollen, weil das wäre ja toll und sie würden sich in jedem Fall melden. Haben sie nicht, ich will das Thema gar nicht weiter hier vertiefen, weil ich hatte einen Film zur FN gemacht, findet man auch auf YouTube. Da ist dann noch mehr zu finden zu diesem Besuch in Warendorf. Grundsätzlich kam ich nach diesem Besuch Wochen, Monate später ins Grübeln und habe so bei mir gedacht, warum um Gottes Willen können, wollen die auf gar keinen Fall so etwas zulassen. Jetzt nicht nur wegen der Tradition oder Ähnlichem. Ja, es ist eigentlich eine ganz logische Geschichte. Also auch die FN als Verein hat Unterstützer und Sponsoren, brauchen wir nicht drüber reden. Die Mitgliedsbeiträge reichen denen nie, ist in der Politik auch so. tja, und nach meinen Recherchen ist mit einer der großen Sponsoren die Firma Sprenger. Was stellen die her? Vorzüglich Gebisse. Ja, schau mal an. Dann ist das also in den Strukturen, und das erinnerte mich dann daran, irgendwie kam mir das bekannt vor, ebenso, dass der bezahlt und das viele Geld hat, bestimmt, was die Musik spielt. Und das erkennen wir heute ebenfalls auch in der Politik. Das war so mein Aufwachprozess, denn ich hatte keine Not. Es sind viele zu der ganzen juristischen Geschichte hier in Deutschland, die ja auf sehr wackeligen Füßen steht, wach geworden. Ich bin wach geworden, nicht weil ich Not hatte, sondern weil ich mir nicht erklären konnte, warum um Gottes Willen nehmen die etwas nicht auf, was doch für die Pferde gut ist und ja, wo eigentlich nichts dagegen spricht. Ja, das war so mein Aufwachprozess und da ich in meinem Leben ja immer eigentlich eher ein Querulant war und nicht so der Abnicker der Nation, das war in der Schule schon so, ich denke, so wird man auch Erfinder oder es kommen einem andere Ideen, weil man sich mit Themen beschäftigt und ja, dann Lösungen sucht, die auch ganz abseits von allem liegen, was der Norm entspricht. Ja, und ich habe mir durchaus durch diesen Aufwachprozess und die Recherche und die danach führende, jetzt immer deutlicher werdende Aufklärung zu diesem System, was den Menschen ja und den Tieren natürlich auch niemals tatsächlich dient, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Ja, da habe ich mir so meine Gedanken gemacht, habe halt eben auch dann hochoffiziell unter dem Namen der Person auch Aufklärung betrieben. Viele finden das teilweise sehr befremdlich, weil ihnen nur die Pferde im Kopf rumspuken. Und grundsätzlich ist das auch so. Also mir liegt es vorzüglich an den Pferden, und inzwischen an den Menschen. Warum? Ich sehe da einen roten Faden. Ich war in sehr, sehr vielen Reitstellen, auch bedingt durch Unterricht und auch wo ich die Pferde eingestallt habe und musste immer wieder sehr, sehr traurige Bilder mir anschauen, ohne dass ich da jetzt großartig was hätte tun können in dem Moment. Jetzt im Nachhinein ist mir klar, wenn ich darüber nachdenke, warum diese schrecklichen Bilder, wo Pferde im Prinzip durch die Halle gejagt werden, verprügelt werden, ihrer Natur nicht entsprochen wird, wenn man sie in kleine 3x3 Meter Boxen oder auch 3x4 Meter Boxen sperrt und nach der frustrierenden Arbeit, nach dem Hamsterrad in den Stall geht, von seinem Chef scheiße behandelt wurde, von seinen Mitarbeitern scheiße behandelt wurde und dann sich auf seinen Gaul klemmt
und eben da auch Scheiße drauf ist. Ich kann das im Nachhinein jetzt alles irgendwo nachvollziehen. Da ist ein gewisser Frust, der jeden Menschen in seinem Leben eigentlich täglich begleitet. Und die lieben ihr Pferd. Ich will das niemandem unterstellen, aber die Programmierung des Systems reicht bis in die kleinsten Strukturen. Das heißt, die Pferde baden im Prinzip aus, was die Menschen in ihrem Leben alles hinnehmen müssen, ertragen müssen, tolerieren müssen. Und genau das ist der Grund, warum ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass ich auf der Ebene nur Pferd nicht so viel bewegen kann, wie ich gerne möchte. Weil die Menschen in einer Programmierung laufen, die nicht nur ihnen selber schadet, sondern natürlich ihrem Umfeld, anderen Menschen und auch ihren Tieren, weil sie einen berechtigten Frust in sich tragen, den sie gar nicht richtig bemerken, aber den sie ausleben. Und das sind die Bilder, die ich dann in den Hallen, auf den Plätzen, auf Turnieren so furchtbar fand. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier auf einer Wiese sitze. Ich mag nicht mehr in diesen Stellen sein und mir diese Bilder anschauen. Es tut mir in der Seele weh und im Herzen und weiß auch noch dabei, dass die Menschen selber daran wirklich gar keine Schuld tragen. So, nun, das ist der Grund, warum ich auch und speziell in diesen Belangen inzwischen aufklären will, weil dieses System, und das habe ich in meinen Videos über die Pferdesteuer, die ja nur eine Randerscheinung ist von diesem ganzen Irrsinn, der hier herrscht, auch schon angesprochen habe. Es hilft nichts. Dieses System muss weg. Es hat sich alles ad absurdum geführt. Wir brauchen da nicht drüber reden. Könige, Kaiser, Diktatoren, Demokratien, Parteien, Leute, dieses System macht die Menschen und die Tiere kaputt und krank. Unser Gesundheitssystem ist im Arsch. Egal, wo man hinguckt, an jeder Ecke riecht es nach Scheiße, schmeckt es nach Scheiße, fühlt es sich an wie Scheiße. Und ich werde nicht aufgeben und weiter aufklären über all dies, was hier wirklich völlig schief läuft. Liebe Menschen, wir müssen es ändern. Es wird niemand für euch ändern. Darum sitze ich hier im schönen Grün. Und versuche, ein paar Leute immer mitzunehmen, die sagen, Mensch, ich kann und will das auch nicht mehr. Diese ganze Geschichte, die ist sogar noch viel tiefgründiger, als manch einer vermuten möchte, denn das läuft ja nicht erst seit Ende des letzten Weltkrieges sozusagen. Das läuft schon viel länger. So ein paar elitäre Grüppchen haben sich Gedanken gemacht, wie können wir die Menschheit, ich meine, früher war Sklaverei offenkundig, da gab es Kettenrasseln und Peitschenknallen und heutzutage ist unsere Sklaverei freiwillig. Und sie fühlt sich nicht mal direkt so an. Man hat das Gefühl, man wäre frei und das sind die größten Feinde der wirklichen Freiheit. Die nämlich fühlen und denken, sie seien frei. Dabei sind sie es nicht. Wir sind mit ganz anderen perversen Dingen hier versklavt und laufen und rennen im Hamsterrädchen, rennen diesem schnöden Mammon hinterher. In der Bibel steht schon das goldene Kalb, um Gottes Willen, das goldene Kalb der Neuzeit. Ist das Geld? Es ist gut, dass die Menschen das Bank- und Geldsystem nicht verstehen, sonst hätten wir eine Revolution noch morgen früh. Damit haben sie uns ganz langsam und schleichend komplett versklavt. Ja, und es wird Zeit. Wir sind in einem Umbruch. Da bin ich fest von überzeugt. Das fühlt sich nicht nur so an. Man merkt es an allen Ecken und Enden, weil es wirklich, wirklich überall stinkt. Es wird Zeit, dass die Menschen selber hingehen und sagen, nee, ich will das nicht mehr. Ich will dieses System nicht mehr, was mich krank macht, was mir nicht dient, der Natur, der Erde, den Tieren und vor allen Dingen halt eben uns und mir selber nicht mehr dient. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, mir geht es sehr schlecht dabei.
auch wenn es nach außen hin so aussieht, als leben wir in einer tollen Welt, wir haben Fernseher, wir haben Handy, guckt euch doch die Jugend an, die kriegen gar nichts mehr mit von ihrer Umwelt, das ist alles gewollt. Ich sag oftmals so aus Spaß zu den Kiddies, Mensch, hey, der verschwommene Rand um euer Smartphone, das ist das Leben. Die haben unsere Kinder so im Griff und so beeinflusst durch diese ach so tolle Technisierung, dass wir gar keinen Einfluss mehr haben. Ich sehe es an meinem eigenen Sohn. Es ist oft schwer, ihn überhaupt zu erreichen, weil er lebt in einer ganz anderen Welt. Und wenn er nicht mitzieht mit den anderen, dann ist er out und wird gemobbt. So einfach ist das. Du hast also als Mutter nicht mal die Chance, das Kind irgendwo in eine richtige Bahn zu lenken. Also sie haben unsere Kinder im Griff. Ich meine nicht nur, dass sie schon viel zu früh in die Kita kommen, in Fremdbetreuung, weil wir müssen ja arbeiten, müssen ja Geld verdienen. Ne? Das ist in Familien auch so. Ich bin alleinerziehend. Viele sind inzwischen alleinerziehend und sind auch gezwungen, ihre Kinder zu vernachlässigen, in die Obhut von fremden Menschen zu geben, deren Einfluss auszusetzen und selber arbeiten zu müssen und kaum mehr Zeit zu haben, sich überhaupt noch mit seinem Kind zu beschäftigen. Ebenso läuft es natürlich in allen anderen Bereichen, aber ich will jetzt gar nicht so weit abdriften. Wie gesagt, die Pferde haben mich wach gemacht und die holen mich heute, wo ich oft wirklich Stress habe und am Boden bin. Ich bin oft in tiefen, dunklen Löchern, komme aber auch wieder raus, kann Gott sei Dank, kann auch oft drüber lachen, weil es ist so pervers, was die hier abgezogen haben. Ich habe einen ganz, ganz tiefen Blick in diesen Kaninchenbau gemacht und ich kann euch sagen, ja, das ist moderner Sklavenhandel, was hier betrieben wird. Also der Mensch wird geboren durch den Geburtskanal, das Schiffchen legt an, die Ware wird gelöscht und dann wird eine Geburtsurkunde erstellt und diese Geburtsurkunde wird an der Börse gehandelt mit einem immensen Wert, der euch eigentlich zusteht. Im Zuge dessen, dass man euch einen Namen verpasst, der dem Staat gehört, dem sogenannten. Wir wissen ja, dass es noch nicht mal mehr einer ist. Das pervertiert ja immer mehr. Jetzt ist es nur noch Firma. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Ja, und diese Geburtsurkunde ist ein immenser Wert. Also jede Geburt ein Wareneingang. Und so gehört ihr dem System als Humankapital, als menschliches Vieh mit Brandzeichen. Dieses Brandzeichen ist die Nummer auf eurer Geburtsurkunde, später Sozialversicherungsnummer und. Aber ich will hier gar nicht so weit gehen. Da gibt es ganz viele Aufklärungsvideos, ganz hervorragende, sogar wenn man sich ein bisschen interessiert. Dafür in YouTube, wenn man auf Facebook ist und ein paar mehr Freunde hat, die ein bisschen kritischer sind, dann kriegt man auch sehr, sehr viel Informationen. Ich habe schon 2012 eine Gruppe gegründet, die nennt sich DWR in Facebook, die Welt retten. Ich maße mir nicht an, dass ich das kann, aber ich versuche zumindest meinen Teil dazu beizutragen, indem ich solche Videos hier mache, indem ich versuche, die Menschen wach zu rütteln, ja, ihnen Informationen zu liefern und dass sie darüber nachdenken. Denn wenn wir gemeinsam im Kollektiv schlicht und ergreifend morgen nichts mehr tun, nur die Füße hochlegen und sagen, bei mir ist jetzt Schluss, ich mache nicht mehr mit, Feierabend, das dauert 1-2 Wochen, dann ist das System weg. Da bin ich fest von überzeugt. Dann bricht erstmal ein bisschen Chaos aus, ist okay. Muss es wahrscheinlich, weil sonst... Die haben sich so auf ihren Sesseln festgesogen, diese Politschergen. Die machen ihre Agenda weiter. Ne? Wenn ihr weiter brav wählen geht, dann kriegen sie die Legitimation darüber. Wenn ihr weiterhin brav das System bedient über eure Steuern und Abgaben, natürlich machen die weiter. Ist doch logisch, sie werden nur bezahlt dafür. Erhöhen sich selbst die Diäten, alles ist schick, super, klasse. Keiner fährt ihnen in die Karre und sagt, hey, jetzt mal gut. Ne? Vor allen Dingen... Wahlvieh kann ja gar nicht einzeln für sich sagen, hey, was machst du da? Da wirst du nämlich dann ganz schnell in die Verschwörungsecke gedrängt
Oder noch schlimmer, du wirst irgendwie Reichsbürger genannt oder Antisemit oder sonst irgendwas. Es ist unglaublich, wie viele Schubladen die bedienen können, um einen irgendwie in eine Ecke zu stellen und ad absurdum zu führen. Aber ich kann euch versichern, ich habe jetzt insgesamt 7 Jahre recherchiert. Und egal in welche Ecke man schaut, das Ding hier ist kaputt. Die halten das künstlich aufrecht, weil ihr noch mitspielt. Hört auf mitzuspielen. Wenn einer im Monopoly betrügt und du machst ihn darauf aufmerksam oder alle um dich rum, du spielst mit und die halten sich nicht an die Spielregeln, dann sagst du, hey Leute, entweder ihr haltet euch jetzt an die Spielregeln oder ich spiele nicht mehr mit. So einfach. Ja, natürlich. Und wenn du das nochmal und nochmal tust und alle lächeln dich dumm an und sagen, du spinnst, ja, dann stehst du auf und spielst ein anderes Spiel. So funktioniert das. Und genau das müssen wir tun. Denn dieses Monopoly-Spiel, was hier gespielt wird und schon viel zu lange, ist völlig geisteskrank, abgedriftet und dient uns überhaupt nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Naja, damit schließe ich heute erstmal und hoffe, ihr versteht jetzt vielleicht ein bisschen, warum ich nicht mehr nur ausschließlich für das Wohl der Pferde einstehe, sondern vielmehr gesehen habe, dass es keinen Sinn macht, wenn ein Baum krank ist, einzelne Blättchen sauber zu wischen, zu behandeln, sondern dass man dann an die Wurzel des Übels gehen muss. Und das habe ich begriffen und ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum, weshalb so vieles, was ich mache, nicht einzig nur noch mit Pferden zu tun hat, obwohl das meine größte Liebe ist in meinem ganzen Leben. Darum sitze ich hier. Und nicht irgendwo an einem Schreibtisch oder sonst irgendwie was. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich würde mich sehr, sehr über ein paar Likes freuen, über das Abonnieren des YouTube-Kanals, übers Verteilen, damit mehr Leute wach werden, davon mitkriegen. Naja, und Lösungen gibt's, aber das spreche ich mal in einem anderen Video an. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bei euren Pferden in der Natur, denn da sind wir daheim, da sind wir geerdet und nicht in einem Büro, an einem Schreibtisch, 8 Stunden und länger. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Okay, ich danke euch und macht's gut. Ciao.